Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of the Abyss. Heute wird Luke scheinbar eine folgenschwere Entscheidung treffen und wir werden jetzt mal sehen, worum es sich dabei handelt. さっきも言ったろ。俺と足は繋がってるんだ。あいつを通じて見えたんだよ。やっぱ俺、あいつのレプリカなんだな。ルーク。俺、今まで自分しか見えてなかったんだな。いや、自分も見えてなかったのかも。そうね。俺、変わりたい。変わらなきゃいけないんだ。 本気で変わりたいと思うなら変われるかもしれないわ。でもあなたが変わったところでアクゼルスは元には戻らない。Das stimmt auch. Selbst wenn sich jetzt noch verändert, seine Taten in Axeriot, kann leider nicht mehr ungeschehen machen. Ist eben so. 何千という人たちが亡くなった事実。 罪を背負ってあなたはどう変わるつもりなの。わからねえ。出せな俺。こんなことしか言えなくて。アクゼルスのこと謝って済むならいくらでも謝る。俺が死んでアクゼルスが復活するならちょっと怖いけど死ぬ。 でも現実はそうじゃねえだろ。償おったって償いきれねえし。だから俺、自分にできることから始める。それが何かはまだわかんないけど。でも本気で思ってんだ。変わりたいって。Jedenfalls finde ich in diesem Spiel sehr wichtig. Ich will mich ändern. Das ist etwas, was nicht unbedingt überall passiert. So eine ganze Charakterentwicklung, was ich hier sehr schön ausgeprägt finde. あ、ね、ワイトンテクスト。やっぱり分かっていないと思うわ。そんな簡単に死ぬなんて言葉が言えるんだから。すぐに信じてくれとは言わない。ティア、確かナイフ持ってたよな。持ってるけど。 ちょっと貸してくれ。ルーク。これで今までの俺とはさようならだ。 So ist das in der Japan im Prinzip. Haare abschneiden, oder zumindest in diesem Stil, steht immer für eine Veränderung des eigenen Wesens. Das kennt man auch noch aus Final Fantasy 9, als sich Garnet, Lily oder wie auch immer man sie nennen will, oder Dagger im Englischen. War doch so, ich meine. Oder was im Deutschen? Egal. Ja, das ist eben ein Zeichen der Veränderung. Versprechen, dass man sich ändern wird, und das passiert hier gerade. Und Tyr wird ihn, ich sag mal, überwachen oder bewachen. Sowas in der Richtung. Demo,気を抜かないで. 私はいつでもあなたを見限ることができるわ。それよりセントビナーが本当に崩落するなら、それを食い止める手段を探さないと。
そうだな。でもどうすればいいんだろう。市長に、おじい様に聞いてみましょう。会議室にいると思うわ。よし、行こう。Jetzt müssen wir mal wieder ihren Großvater fragen. Naja, für mich selbst denken. Horak を防ぐ方法なんて想像もつかないけど、なんとかして戦闘ビナーに行かないと。そうね。崩落は防げなくても、住民の避難はできるはずよ。ともかく、おじい様にお話を伺いましょう。ティア。何？俺。何も知らないからさ、ユリアシティの市長に話を聞いてもよくわからなくて、いろいろ教えてもらうことになるかもしれないけど、どうするかはちゃんと自分で考えて決めるから。そう。でも最初から言い訳みたいに何も知らないなんて言わないで。あ、ごめん。急いで変わろうとしなくていいと思う。できることから始めるんでしょ。そうだな。まずは市長に話を聞くことからだな。ええ、さあ行きましょう。Verlorene Technologie, ey. Komm nicht mehr zum Reden. ここは外郭大地で今まで見てきた街とは全然雰囲気が違うんだな。それは正気が出ているからってこと？まあそれもあるけど、ほら建物の作りとか材質とか。そうね、確かに外郭大地の町とは異なっているわ。でもこの町がどういう材質で作られているかは誰も知らないの。どういうことだ？この町は外郭大地を浮上させる前からあったのよ。つまり創世歴時代の町なの。正気から町を守るために当時でも最新鋭の技術を使ったそうだけれど、今では技術がほとんど失われてしまって。え？じゃあこの建物はどうやって作ったかわからないってのか？そうね。だから簡単な修理はできるけれど、根本的な改装は誰にもできないのよ。なんか信じられねえ話だな。Da wiederum, dann frage ich mich, hat er jetzt eigentlich mehr gesagt als wow? Weil, er wird wahrscheinlich irgendwie eher gesagt haben, das ist ganz schön beeindruckend. Aber das Spiel übersetzt es als wow. Naja, hier sieht man ja noch ein neues Bild von ihm. Ja, Replikamodell. Und wir haben natürlich noch ein Nimble-Rapier hier für unseren Luke. Dadurch sind wir schon mal hier besser ausgerüstet. Da haben wir noch nichts. Ne. Ja, ein Aquamarin haben wir gerade bekommen. Ich könnte mir ein dunkles Siegel verpassen. Muss ich mir mal überlegen. Jedenfalls steht Yuya City schon hier, bevor Tier mit ihren Leuten, sag ich mal, eingezogen ist. Ist also schon ziemlich alt. Ja, Mew haben wir auch wieder. Hehe. Finde ich mal klasse. Ich finde Mew klasse. Naja. Jedenfalls ist das jetzt im Prinzip so ein, ich sag mal, Wendepunkt in der Geschichte. Was ist hier eigentlich? Jetzt darf ich ja hier rein. Und ab diesem Punkt müsste ich ungefähr ein Drittel des Spiels hinter mir haben. Ja, was ist das? Das Roster? Okay. Es enthält eine Liste von allen lebenden Dingen. Ja, ne, von allen, die in Aldrin, also wahrscheinlich in der ganzen Welt leben. Okay. Aber es fehlen ein paar Daten. Ob wir ihr helfen können, das Roster fertig zu machen? Sicher, was muss ich tun? Immer wenn du jemanden bedeutenden triffst, musst du einfach nur ihre Information mit diesem Item niederschreiben. Okay, wir haben eine Charakterliste gehalten. Wenn du das tust, wird das nächste Mal, wenn wir die Bücher öffnen, die Informationen über die Menschen automatisch gespeichert. Okay, cool. Es ist nicht unsere wichtigste Priorität, also mach es einfach, wenn man dran denkt.
und sie packt unsere Informationen ja schon mal rein. Ja, und ob Luke hat jetzt Bedenken, dass er, weil er ein Replika ist, aber er ist trotzdem noch ein Mitglied dieser Welt, deswegen darf er auch in dieses Buch reingeschrieben werden. Seht schon hier PCs. Das ist das frühere Aussehen im Prinzip. Das ist unser jetziges Aussehen. Kurzen Haaren. Und hier haben wir nur den mysteriösen Eindringling. Bisher zumindest. Zum Beispiel bei Ash haben wir Göttergeneral. Und den liebenden Sohn. Ja, dann hat er mehr das lukische Aussehen, sag ich mal. Das kennen wir dann. Hey, das kennen wir dann auch. Yeah. Also ihr seht schon, hier haben wir dann halt die ganzen Charaktere, die wir im Spiel mal gesehen haben. Was ich auch ganz nett finde eigentlich. Was ist das? Los. Ein neuer Capacity Core. Was macht der denn so schön? Sie hat von und Attack von und Defensive 2, okay. Das hat. Oh, das ist schön für die Verteidigung. Finde ich auch nicht schlecht. Achso, und was ist mit Luke? Habe ich wieder ein bisschen Capacity Core, Physical und Enhanced. Naja, ich könnte mal wieder zurückgehen auf Strö. Klingt ein bisschen doof, aber ja, Strö. Mit Strö ist die Welt viel leichter. So, dann gehen wir mal mit Luke Yuya City untersuchen. Und dann werde ich jetzt mal dahin gehen, wo ich den Reis brauche. Ach, es gibt insgesamt 10 Sephiroths. Okay, der erste und zweite Sephiroth erstellt den Planetensturm, der fünfte und achte das Albertisk-Siegel, was auch immer das ist, meine Güte. Jetzt werde ich hier wieder zugeknallt mit irgendwelchen Begriffen und habe keine Ahnung, was abgeht. Ich weiß, dass der Bürgermeister da sein soll. So, das ist der Typ, dem wir dem Reis geben müssen. Das ist schlecht, was soll ich tun? Was ist los? Oh, du bist das Tier. Nun, um genau zu sein, bin ich gegangen, ja, bin ich losgezogen, um meine Vorräte zu besorgen und habe den Reis vergessen. Der Bürgermeister wird mich garantiert wieder anschnauzen. Wird sauer sein. Du änderst dich auch nie. Wie viel brauchst du denn? Du gibst mir etwas, wenn ich wenigstens 5 kriegen könnte, dass ich dann Fakt überschatten könnte, dass ich ihn vergessen habe. Wir haben 5 Reis, ich habe sogar 6. Ich habe mal einfach mal sicherheitshalber mehr gekauft. Hier hast du ihn. Wow, danke, Tier. Nun werde ich nicht in Schwierigkeiten geraten. Du bist immer so nett. Bling, bling, bling. Und das war's. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wofür man das macht. Wow, das ist wichtig. Also der Sephiroth, den wir zerstört haben, war der fünfte. Und der achte ist, also der achte Sephiroth ist noch da, aber der Passagering, der ist verschwunden. Das heißt, die zweite Schicht scheinbar, des Sephiroths Verteidigungssystem ist ausgeschaltet. Okay. Okay. Okay, das erste Siegel ist das Datik-Siegel. Sprich, diese Türen, die wir gesehen haben. Oh, toll. Das fünfte und achte, sprich, dieses Albertisk-Siegel sorgt dafür, dass man die Sephiroth sich manipulieren kann. Was man jetzt also kann. Toll. Aber vollständig kontrollieren kann man sie nur, wenn man 3 Siegel löst. Okay. Wenn man das dritte Siegel lösen soll. Ich gucke jetzt noch mich hier ein bisschen unten um. Dann gehe ich ins Haus. Ja, hier ist scheinbar niemand. Dann gehe ich jetzt ins Haus des Bürgermeisters und da werde ich mein Spiel speichern. Oh yeah.
Geh weg. Furchtbar, wenn die Leute mir im Weg rumstehen. Kann ich nicht dran vorbeilaufen und das nervt. Was ist mit dir? Ja, hier hätten wir mehr Tools zum Kaufen. Was brauche ich eigentlich zum Kochen? Nur mal so. TP, HP. Reis und Eier. Oder nur Reisteil. Natürlich das Sandwich am besten Brot und Salat. Okay. Werde ich mir Brot und Salat noch kaufen? Ja, hat er nicht mal. Kaufe mir noch Brot. Oder? Keine Lust. Ist viel zu teuer. Keine Ahnung, irgendwie kostet mir immer alles viel zu viel so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier bei Let's Play Tales of the Abyss. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.